Willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia, Sense of Time. Ja, wir haben eine neue Gegnerart und diese Gegnerart ist verdammt nervig. Wisst ihr auch warum? Aus dem einfachen Grunde, wenn ich über sie drüber wegspringen will, schmeißen sie mich jedes Mal weg. Was extremst nervig ist. Weswegen wir dann zum Beispiel sowas hier machen müssen. Nein. Oder sowas. Genau, wir müssen an den Gegner erstmal vorbeilaufen, damit wir ihn auch wirklich erledigen können. Und es ist hier verdammt voll. Könnt ihr mich einfach ein bisschen Platz machen? Ja, dankeschön. Und noch einen erledigt. Dankeschön. Ich glaube, es kommen aber immer wieder Gegner nach, bis ich nicht hier Papa erledigt habe. Papa zu erledigen ist, glaube ich, gar nicht so einfach gewesen, wenn ich das richtig im Sinn habe. Ja, gut. Ah, da habe ich zu lange gewartet mit dem Aufstehen. Moment, da spulen wir nochmal hier kurz zurück. Besonders Pfarrer hat auch nicht mehr allzu viel. Ja, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter. Ja, Pfarrer ist eben gerade in arger Bedrängnis. Wir müssen hier hin und dann müssen wir hier... ihn versuchen so ein bisschen abzuhalten. Meine gute Güte, nee. Ah, genau, ich glaube, wir selber können unseren Papa gar nicht erledigen, sondern es muss Pfarrer erledigen. Pfarrer erledigen... Aua, verdammte schöne Sache nochmal. Jetzt reicht es, jetzt wird hier erstmal slow-motioniert. Wir machen hier Monster-Style. Um unseren Papa nicht zu treffen. Verdammte Scheiße nochmal. Macht mir hier nochmal ein bisschen Platz. Ist ja nervig mit euch hier. Ja, wir kriegen Papa so nicht erwischt. Und ich weiß ihm gerade auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir ihn angreifen können. Oder müssen wir wirklich doch alle Monster erstmal beseitigen. Aber ich meine, da kommen auch immer wieder welche nach. So, dass es immer drei Stück sind. Au! Lasst meine Fahrer in Ruhe. Lasst mich in Ruhe und meine Fahrer. Und, oh ja, dieser Kampf wird eine ganze Folge beinhalten. Ich sehe das schon kommen, Leute. Ja, genau, Fahrer. Konzentrier du dich auf Papa. Tja, und wir können auch blocken. Genau, aha, genau so war's. Hallo, sonst geht's noch, oder was? Und zwar, wir müssen Papa angreifen lassen. Und wenn Papa angegriffen hat, was macht man dann mit Papa? Genau, man blockiert ihn und hat erst dann die Möglichkeit, ihn anzugreifen. Na komm. Komm mal her, Papa. Na komm her. Na komm her, greif doch an. Ach du Feigling, dann lass es halt eben bleiben. Hallo, das habe ich aber geblockt hier. Aua, Mann. Das kann doch hier nicht wahr sein. So, ziehen wir die jetzt erstmal ein bisschen weg vom Pfarrer, damit Pfarrer ist, da ihre Zeit hat, mit Papa zu kämpfen. Oder ihren Spaß zu haben. Im richtigen Moment angreifen. Kann doch nicht wahr sein. Du hast 4 Treffer schon abgekriegt und willst noch einen 5. haben. Ey, hallo. Du bist da verkehrt, Kollege. Weg von der Fahrer. Fahrer hat dir nichts getan. Ja, ich weiß, das hinter mir. Deswegen stürze ich sie auch. Na, kommt erstmal hier alle hier hin. Dann kann ich ja auch meine Wandsprünge ein bisschen üben und machen und tun. Zwischendurch leckt das Spiel so ein bisschen. So kriegen wir ihn auch nicht erwischt. Kriegen wir ihn so erwischt? Hallo? Nein, so kriegen wir ihn auch nicht erwischt. Aber so müssten wir ihn doch jetzt eigentlich. Genau, wir müssen die Zeit dann so ein bisschen anhalten, damit wir ihn auch vernünftig erwischt bekommen. Weil wir sind schneller als er. Und nochmal. Nochmal die Zeit anhalten. Verlangsamen. Komm, langsamer doch bitte nochmal die Zeit. Ja, wir müssen erst damit warten, bis sich oben der Container komplett aufgefüllt hat. So, jetzt ab. Nein, ich will nicht zurückspulen, ich will die Zeit verlangsamen. Ja, genau. Komm, greif mich an, 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 greif mich an. Au, doch nicht so. Kollege. So nicht, so haben wir nicht gewettet. Und Papa wird schwächer. Ja, wir können ihn jetzt auch schon mit dem Sprung treffen.
Na komm. Ja, sowas wollte ich jetzt nicht machen. Und wir müssen ihn jetzt gleich mal so langsam mit dem Dolch erwischen. Jetzt! Wir haben Papa erledigt. Es tut mir so leid, Daddy. Aber ein neuer Speicherpunkt tut sich auf. Tut mir leid. Warum? Ich weiß, wie es ist, den Vater zu verlieren. Das war nicht mein Vater. Und damit hast du vollkommen recht. Hört auf! Ja, und ihr habt es gerade schon in der Videosequenz gesehen. Wir werden... Beim nächsten Mal fangen wir hier an. ...nicht mehr alleine unterwegs sein, sondern wir haben jetzt Farah an unserer Seite. Na, pfui. So, das ist also der Dank, dass ich euer Leben rettete. Ihr versteht nicht. Ich brauche den Dolch, um eure Tat... ...rückgängig zu machen? Ihr müsst mich wahrlich für einen Trottel halten. Eure Vorsicht ist berechtigt. Aber wie mutig ihr auch kämpft, diesen Feind könnt ihr nicht besiegen. Der Sand breitet sich aus und verschlingt jedermann. Man sagt, ihr werdet ebenso gütig, wie ihr tapfer seid. Bitte glaubt mir und helft mir, die Sanduhr zu finden. Sie ist in des Sultans Schatzkammer, im Turm der Dämmerung. Woher wisst ihr das? Ich weiß es einfach. Kommt mit, wenn ihr drauf besteht. Aber ich warne euch, ich laufe schnell und ihr haltet besser mit. Arrogantes Arschloch. Aber ich mag unseren Prinzen. Und wir springen einfach aus dem Fenster, um auf dem Balkon zu landen. Und das ist das Außenareal, was uns jetzt erwartet. Ja, wir sind nicht nur drinnen unterwegs, nein, auch draußen. Und wir brauchen dringend... ein bisschen was zu trinken. Ja, diesmal werde ich zweimal trinken. Denn so voll sollte dann doch unsere Energie ungefähr sein. Und ich meine mich auch zu erinnern zu können, dass hier hinten irgendwo ein Geheimnis war. Aber ich bin mir jetzt eben gerade unsicher, deswegen laufe ich da jetzt nicht hin. Nein. Vorsicht ist besser als scheiße zu springen. Dankeschön. Ja, geh ganz schön tief runter. Und er hat es wieder mal mitgekriegt. Warum läufst du auch nicht so an der Wand entlang, wie ich es dir gesagt habe, hm? Ja, geht doch. Farah, was machst du nur schon wieder da vorne? Wir laufen nach vorne, nicht du. Ich sorge, dass ich nicht mithalte. Ich decke euch. Besser nicht. Nachher trefft er mich noch. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Na, pfui, Mann, ey. Das kann doch jetzt schon wieder nicht wahr sein. Ich dachte, ich habe das Spiel auf Mittel gespielt und nicht auf super schwer. Oh, 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 hier, Sand aufsammeln. Hallo, der steht doch nur da rum. Ja, von hinten, in your ass. Jetzt aber hier sammeln, dankeschön. An was für unsittlichen Stellen wir hier manchmal sammeln, Leute. Das ist, nicht nett. Nein, 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 ganz und gar nicht nett. Ey, da stellt sich der dicke Klops einfach im Weg. So als wollte er sagen, du kommst hier nicht rein. Das ist mein Mädel, du kommst nicht an sie ran. Und das waren noch nicht alle Gegner, aber man kann ja während des Kampfes zwischendurch noch mal ein bisschen was trinken, oder? Natürlich, ist doch kein Problem. Wir sind schließlich ein Prinz, wir brauchen auch unser Trinken. Schon erstaunlich, was in diesem Spiel das Wasser für Heilkräfte hat. Zack und zack. Und an die Wand. An die Wand oder in your face oder in your ass. Farah, was machst du denn jetzt hier unten? Bist du dumm, Farah? Und in der Mitte nochmal durchsäbeln. Genau so muss das sein. Und nun
haben wir den nächsten Speicherpunkt aktiviert. Und ich werde an diesem Speicherpunkt speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Ich bin Hello 986. Wir spielen Prince of Persia: The Sands of Time. Bis dann.